das Produkt war eigentlich überall ausverkauft und ich habe echt über 2 Wochen gewartet, damit ich dieses Produkt bekomme. Servus meine Freunde und willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's wieder gut da draußen. Und zwar habe ich endlich meine Pakete bekommen, auf die ich ewig gewartet habe, beziehungsweise auf ein Paket. Und das wollte ich mit euch jetzt mal zusammen auspacken, weil ich euch zeigen wollte, was es überhaupt ist, also um welches Produkt es sich überhaupt handelt. Und ich kann von vornherein schon sagen, es war überall ausverkauft, beziehungsweise in den meisten Shops wurde es erst nachbestellt und wäre erst so in 3 bis 4 Monaten lieferbar gewesen. Ich habe einen Shop gefunden, der es ein bisschen schneller liefern kann, ist zwar vom Ausland, aber ich werde es mal mit euch zusammen auspacken. Also es handelt sich einmal um dieses kleine Paket hier, wo ich echt sehr, sehr froh bin, dass es endlich da ist. Und einmal natürlich wieder von Amazon. Gut, das hat nur einen Tag gedauert, weil ich bin ja Prime-Mitglied und es geht ja eigentlich ziemlich flott. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Großen hier an von Amazon. Ich mache das jetzt einfach mal hier so auf, weil ich weiß schon, was drin ist. Beziehungsweise bei dem weiß ich auch schon, was drin ist. Ich kann nur euch sagen, das hat eher was mit Sport zu tun und das hat was für meine GoPro zu tun. Wer mein letztes Video von der GoPro nicht gesehen hat, ich verlinke es euch unten auch in meiner Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, weil ich habe mir die ja eigentlich ziemlich spontan gekauft. Leider ist sie noch nicht so oft in Einsatz gekommen, weil genau dieses Produkt hier dazu gefehlt hat. Aber ich hoffe, das klappt jetzt alles so und es funktioniert so, wie ich das mir vorstelle. Aber jetzt würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal das hier auf. So, ich wusste gar nicht, dass Amazon wieder ein neues Band hat. Also die sind ja jetzt angeblich hier so in Blauform. Kannte ich noch nicht. Ich glaube, davor war das immer irgendeine andere Farbe. Auf jeden Fall machen wir das jetzt mal auf. So, und zwar ist das ein Proteinpulver. Ihr wisst ja, ich mache ja auch ziemlich viel Sport nebenbei, also nach der Arbeit. Und genau, jetzt habe ich einfach mal auf Amazon eins gesucht, habe mir auch Bewertungen durchgelesen und habe gesehen, dass das hier eigentlich so Platz 1 auf Amazon ist vom Proteinpulver. Und ja, ich probiere es jetzt einfach mal. Das ist von der Marke ESN. Also jeder, der auch mal Erfahrung damit gemacht hat oder Erfahrung machen will, ich verlinke es euch unten. Ihr könnt es mir auch gerne schreiben, wie ihr das Produkt findet, also die, wo das schon angewendet haben. Ich selber habe es noch nie probiert. Ich war immer bei Whey, also Gold Whey. Das müssten die Fitnessleute kennen. Das ist eigentlich so generell der Marktführer von Proteinsachen. Aber ich probiere jetzt einfach mal ESN aus. Oder ESN, wie man da sagt. Und bin mal gespannt, was so die Ergebnisse bringen. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Am meisten aktiv bin ich hier auf Instagram. Das heißt, Leute, folgt mir gerne auf Instagram oder Instagram, damit ihr nichts verpasst, damit ihr auch ein bisschen Einblick habt, was ich so nach der Arbeit mache, außer hier Videos drehen. Und genau, also wie gesagt, das ist hier einfach nur so Proteinpulver. Das habe ich mir bestellt, ein Tag Lieferzeit gewesen, ist angekommen, bin richtig zufrieden, werde ich gleich mal einprobieren. Jetzt kommen wir natürlich zum wichtigsten Teil und zu meinem Highlight eigentlich von heute. Ich habe es eigentlich schon heute früh bekommen, habe aber extra gewartet, damit ich ein Video für euch machen kann, damit ihr selber sehen könnt, wie gesagt, was sich da drin befindet. Ich hoffe, es klappt, weil das Problem ist, ich habe im Internet auch nachgelesen, dass die Rückgabe von einem Produkt von dieser Seite, also wenn man sich was da bestellt und das zurückschicken will, wird es große Probleme geben oder beziehungsweise Monate dauern, bis man sein Geld zurückbekommt. Zudem muss man auch die Rückerstattungskosten, glaube ich heißt das, oder die Rücksendungskosten muss man selber tragen. Gut, die sind ja nur ein paar Euro, aber es ist trotzdem ärgerlich, weil die meisten Anbieter hier in Deutschland bieten das ja umsonst an. Das heißt, die legen ja meistens irgendwie einen Zettel rein, damit man das zurückschicken kann. Auf jeden Fall machen wir das jetzt mal vorsichtig auf und ich hoffe wirklich, dass das so klappt, wie ich mir das vorstelle, weil, wie gesagt, das Produkt war eigentlich überall ausverkauft und ich habe echt über 2 Wochen gewartet, damit ich dieses Produkt bekomme und es ist natürlich schon extrem lange, ist importiert von China, soweit ich weiß, ist aber ein deutscher Händler, das heißt, der Sitz ist in China, aber es sind deutsche Mitarbeiter, soweit ich weiß. Und jetzt schauen wir uns das einfach mal an. Also von der Verpackung her sieht es nach dem Originalen aus. Und zwar ist es der Mikrofonadapter, den man dafür braucht, um das Mikrofon mit der GoPro zu verbinden. Was ich nicht verstehen kann,
warum es keinen Drittanbieter gibt oder warum GoPro sagt, nein, es darf kein Drittanbieter irgendwie diesen Adapter anbieten, sondern ihr müsst das Originale vom GoPro kaufen. Deswegen ist auch hier unten das Logo. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Genau hier unten ist halt das Logo von GoPro. Und es gibt leider echt keinen Drittanbieter, der das anbietet, damit man irgendwie die Stimme oder sowas mit der GoPro aufnehmen kann oder den Sound. Das heißt, ich habe jetzt hier echt über 60 Euro gezahlt. 2 Wochen Lieferzeit, bei den anderen, wie gesagt, 2 bis 3 Monate Lieferzeit gewartet. Und ich habe auch gelesen, da wo ich es bestellt habe, ich muss jetzt nochmal kurz nachschauen, welche Seite das war. Genau, also guterkauf.com. Wie gesagt, der Sitz ist in China, wird auch von China verschickt. In der Rezension stand auch drin, bei manchen, die haben das Produkt oder generell, wenn sie darüber was bestellt haben, nie erhalten. Das heißt, ja, zurückschicken kann man nichts, mit denen sich in Verbindung setzen. Ja, ob das was bringt, weiß ich nicht. Ich hatte Glück bis jetzt, also es war mein erster Kauf auf der Seite. Ich habe es bekommen, ich werde es jetzt mal testen, ob das auch alles so funktioniert, weil ich ja eigentlich Motovlogs starten will und mir das einfach gefehlt hat. Und ich verärgert war, dass es keinen Drittanbieter gibt, beziehungsweise dass GoPro sagt, nein, es darf kein Drittanbieter irgendwas auf den Markt bringen, dass man da einen guten Sound aufnehmen kann. Also bei Motovlogs ist es ja, dass man seine Stimme aufnehmen kann. Und genau, das heißt, ich muss jetzt wieder 60 Euro investieren, knapp 300 für die GoPro, also ich bin knapp bei 350, 400 Euro, um endlich mal Motovlog zu starten. Gut, es geht auch ohne Mikrofon, aber ihr wisst ja, dann ist die Soundqualität nicht so gut natürlich wie mit einem Adapter. Und ich würde sagen, ich rede jetzt nicht länger rum, sondern ich versuche das mal mit der GoPro zu verbinden und hoffe, dass es auch funktioniert. Und genau, also schließen wir es mal einfach mal an. So, ich habe mir jetzt meine GoPro wieder geholt. Ihr kennt sie ja schon, das ist die Hero 5. Ich habe mir damals dazu nämlich dieses, was ist denn das, Zahlmann, von Amazon gekauft. Das glaube ich war bei 10 Euro oder so. Und ich dachte eben, dass ich das einfach so direkt an die GoPro anschließen kann. Ich mache den jetzt mal vorsichtig auf. Also wie gesagt, ich bin hier kein Profi-Unboxer, sondern da gibt es genug YouTube-Channels, die es machen. Da brauche ich nicht extra noch hier auf meinem Kanal irgendwie so ein Unboxing machen, sondern ich mache es einfach so kurz, dass ihr das sehen könnt, was ich damit überhaupt meine. Jawohl, das ist der Adapter, sieht schon mal sehr gut aus, steht auch das Logo von GoPro drauf, das heißt, ich vertraue dem Ganzen jetzt mal und kann jetzt hier per Cinch, also fest ist es nicht, ich weiß nicht, ob das am Mikrofon liegt. Ich schließe das jetzt mal an die GoPro an, das heißt, ich mache die GoPro mal an. So, ich habe jetzt kurz meine Speicherkarte geholt, weil ich die vergessen habe reinzutun. Jetzt schließen wir das Ganze mal an. Jetzt werde ich mal eine Testaufnahme starten. Test vom Mikrofonadapter von der GoPro Hero 5. Test vom Mikrofonadapter von der GoPro Hero 5. Ja, hört sich auf jeden Fall richtig gut an. Zum Glück, es funktioniert so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich muss auf jeden Fall jetzt noch schauen, wie ich das hier mit dem Kabel mache, wie ich das an meinem Motorrad hin tue, damit es nicht stört. Ich werde es wahrscheinlich irgendwie mit ein bisschen Tape oder so irgendwo festkleben. Auf jeden Fall werden jetzt richtig geile Motovlogs kommen. Ich werde auch jetzt mehr über das Motorrad euch zeigen, weil ich jetzt natürlich bei so einem Wetter wie heute, bei Sonnenschein, werde ich natürlich draußen unterwegs sein und deswegen kann ich euch Motovlogs-Aufnahmen machen. Und genau, in diesem Sinne, ich wollte euch einfach nur kurz zeigen, für was ich so lange gewartet habe und ein kurzes Unboxing mit euch machen, also kein professionelles, sondern einfach so just for fun. Genau, also jeder, der noch so ein Mikrofon sucht und keine 3 bis 5 Monate oder 2 Monate warten will, ich verlinke euch mal die Seite, wo ich diesen Adapter gekauft habe. Ich will euch aber nicht versprechen, dass ihr das auch in 1 oder 2 Wochen bekommt, sondern es kann auch sein, dass es vielleicht gar nicht kommt, so wie andere in der Rezession geschrieben haben. Bei mir war es zum Glück, wie gesagt, nicht so. Ich habe es endlich bekommen, ich kann jetzt endlich loslegen. Wie ich das am Motorradhelm noch verbaue, werde ich auch noch, glaube ich, ein extra Video dazu machen, dass ihr das auch sehen könnt. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Vergesst nicht, meinen anderen Kanal vorbeizuschauen. Es sind wieder ordentliche neue Mixe rausgekommen. Das heißt, jeder, der irgendwie Musik für unter der Woche braucht oder fürs Wochenende, gern mal abchecken. Und sonst gerne auch auf Instagram vorbeischauen. Da, wie gesagt, könnt ihr sehen, was ich so nach der Arbeit mache oder so freizeitmäßig mache. Außer jetzt zu filmen oder Motorrad zu fahren. Und genau, das war's auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Peace. Ciao.